ist jetzt auf der Seite des Dokuments Wichtige Daten. Und das ist so ein allgemeines Dokument, wo du erstmal alle deine wichtigen Daten, die dich betreffen, zusammenstellen kannst. Das wirst du immer brauchen, wenn es um Anamnese geht. Also wenn der Arzt eine Anamnese, eine Aufnahme aller wichtiger Daten, Vorerkrankungen, Voroperationen und Medikamente aufnimmt, Familienanamnese, das wird ständig passieren während deiner Krebserkrankung. Also ich habe, glaube ich, meine Geschichte schon 50 Mal erzählt. Immer wenn es einen Arztwechsel gibt oder ich einen neuen Facharzt dazugenommen habe, habe ich immer wieder von vorne angefangen. Und damit du einfach merkst, was für Daten wichtig sind und da keine vergisst, ist diese wichtige Daten, dieses Dokument ganz gut. Und das kannst du jetzt ganz in Ruhe mal ausfüllen. Als erstes findest du die Spalte Vorerkrankungen. Da kannst du zum Beispiel reinschreiben, wenn du Diabetes hast oder Rheuma oder Migräne, also die wichtigen Erkrankungen, die dann auch eine Rolle spielen könnten bei deiner Krebserkrankung oder bei den Medikamenten, die du bekommst, die sollst du hier einschreiben. Oder wenn du mal einen Herzinfarkt hattest oder einen Schlaganfall, also so wichtige Dinge, da muss jetzt nicht rein, was du für Kinderkrankheiten hattest, sondern die, die entweder jetzt dich noch begleiten oder auf deren Grundlage du ein Medikament nehmen musst. Also wenn du eine Herz-Kreislauf-Erkrankung hattest, wirst du vielleicht auch irgendwelche Herz-Kreislauf-Medikamente nehmen müssen und das kannst du hier in Vorerkrankung einschreiben. Denn jedes Mal, wenn ich ins CT gehe oder ins MRT, muss ich meine Vorerkrankung aufschreiben und da muss ich manchmal schon überlegen, hast du jetzt was vergessen oder ist irgendwie noch was, was wichtig ist. Dort kannst du die dokumentieren. Darunter findest du eine Tabelle mit Medikamenten. Auch das wird jedes Mal mit abgefragt. Erstens mal ist es wichtig, wenn du Blut abgeben musst. Ich zum Beispiel nehme Eliquis, das ist ein Antikoagulans. Das ist wichtig, dass die das wissen, weil das meine Blutgerinnungswerte eventuell verändern kann. Und ich nehme Schilddrüsenhormone. Das ist wichtig zu dokumentieren, weil dadurch natürlich der Wert meiner Schilddrüsenhormone verfälscht ist, weil die nehme ich ja künstlich zu mir. Und dort können jetzt auch zum Beispiel Mittel stehen, die du regelmäßig nimmst für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wie ich schon sagte, oder wenn du Diabetes hast, wenn du insulinpflichtig bist. Das ist sehr, sehr wichtig, dass du dort die Medikamente dokumentierst, die du täglich zu dir nimmst, weil manche dieser Medikamente bei bestimmten Eingriffen auch abgesetzt werden müssen. Das kannst du deinem Arzt oder deiner Ärztin natürlich immer sagen. Ne? Das wirst du ja wissen, welche Medikamente du brauchst. Aber das ist auch wichtig, das irgendwo mal dokumentiert zu haben, wenn du jetzt zum Beispiel ganz schnell und plötzlich ins Krankenhaus musst. Auch das kann leider passieren bei einer Krebserkrankung. Dann hast du das irgendwo stehen und deine Angehörigen, deine Liebsten, die dann alles zusammensuchen für das Krankenhaus, die haben dann in dem Therapietagebuch auch alles stehen, was wichtig ist und können das dann den Ärzten im Krankenhaus auch so geben. Und dort stehen dann auch die wichtigen Medikamente, falls man da nicht so schnell irgendwie Zugriff hat. Also so eine Medikamentenliste ist eine sehr wichtige Sache für alle weiteren Therapien, Operationen und Eingriffe. Auf der zweiten Seite findest du weitere Kästchen zum Ausfüllen, unter anderem Voroperationen. Voroperationen sind wichtig, falls du wieder in dem gleichen Gebiet operiert werden musst, dann wissen die Ärzte, dass dort eventuell Verwachsungen sein können, dass dort Clipmaterial drin ist, dass vielleicht Organe fehlen, wie bei mir die Gallenblase, dass sie da nicht irgendwie suchen, wenn sie da nochmal in das Gebiet müssen. Das ist einfach hilfreich, um zu wissen, wie viele Operationen da schon waren. Manchmal ist es auch gut zu wissen, wie lange liegen die Operationen denn zurück. Kann das sein, dass es einfach sehr kurzfristig ist, dann reagiert der Körper vielleicht noch ein bisschen stärker auf Narkosemittel. Also hier schreibst du einfach alle Operationen, die mal gelaufen sind, auf. Und das hilft dem Arzt oder der Ärztin dann besser, die neuen Operationen zu planen. Bei Besonderheiten kannst du jetzt zum Beispiel Allergien mit reinschreiben. Also manche haben ja eine Allergie gegen ein bestimmtes Antibiotikum oder Pflasterallergie. Also das ist sehr wichtig zu wissen. Oder gegen bestimmte Lebensmittel, wenn du ins Krankenhaus musst, dass die Bescheid wissen, was sie dir dann nicht als Essen geben oder welche Antibiotika
rausfallen oder andere Medikamente, auf die du schon mal allergisch reagiert hast. Und dann hast du noch einige Kästchen für Telefonnummern, Adressen und Namen. Das werde ich auch jedes Mal gefragt, wenn ich beim Arzt bin. Wer ist mein Hausarzt? Wie ist die Adresse vom Hausarzt? Ich kann mir die nie merken. Das ist einfach nach so vielen Krebstherapien. Ist meine Merkfähigkeit echt dahin? Und dann habe ich die irgendwo stehen und kann die dann immer abschreiben, wenn ich die irgendwo angeben muss. Oder der Name des Onkologen, den vergesse ich auch ständig, weil der ja auch wechselt. Ich bin in einem großen Krebszentrum. Auch das ist gut, wenn man das notiert, wie die Namen alle heißen. Da kann man einfach mal kurz nachgucken und dann den Namen nennen. Oder Notfallkontakte, auch die braucht man regelmäßig, gerade bei Operationen. Und dort habe ich dann die Telefonnummern stehen und auch die kann ich dann, brauche ich nicht immer im Handy gucken, sondern kann dort einfach abschreiben, wer sind meine Notfallkontakte und wie sind die Telefonnummern dazu.